Also gut, auf allgemeiner Wunsch möchte ich zu dem Ding ein bisschen was sagen. Das Teil heißt Wurzel des Übels. Ne, ist auch so aufgebaut. Ihr seht unten die Wurzel, rundherum liegt das Übel. Ne? Dann Hannes steht dann drauf, wie lange du nur Sklave sein möchtest. Und der Weg, ne, ist der Widerstand. Und wenn du das begriffen hast, dass da jetzt aufgebaut ist, genau, dann kannst du das bestätigen, indem du mal einen Gong dazu schlägst. Das soll also zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Der eine oder andere hat das Durchhaltevermögen zwar nicht, alle Schilder zu lesen, aber da reicht es ja schon, wenn du zwei, drei Gläser hast. Das ist ja dann schon genug Elend. Das reicht ja. Wiege du das Ding 320 Kilo, um einen Diebstahl vorzubeugen. Und geschweißt habe ich an dem vielleicht so 6 Wochen draußen. Ja. Gut, kann ich nur darauf hinweisen, ich habe da vorne noch Tafeln gemacht mit meinen Kontaktdaten. Weil das mal untergegangen ist, um das zu vermeiden, habe das ist da drauf. Ich hoffe, dass es viele Menschen zum Nachdenken anregt. Ne? Und vor allen Dingen die jetzt so munter in ihre Bette liegen und meinen, sie sind immer noch im Stadion Mutterland, mal vielleicht nachdenken. So, oh, das war's, würde ich sagen. Direkt aus dem Alchemielabor. Was ich erschaffen hab, ist sowas wie ein Antiserum. Ein Virus gegen diese zerebrale Massenlähmung. Ich bin zurück, habt ihr mich vermisst? Jetzt klatsch ich wieder Takte mit den Fakten auf den Tisch. Und die Masken der Schatten fallen in mein Gesicht des Lichts. Dann, wenn diese Bewegung hier in der Massephase ist. Ohne Testosteron und mit Technik und Flow. Und am Message die Fats so wie Predator Drones. Während man Rapper in Reagenzgläsern klont, ist Kev hier der Bro. Euch, es geht jetzt erstmal los. Das ist gerade der Anfang, die Schlacht ist geschlagen. Doch fuck it, noch lange der Kampf nicht. Ich mach es für alle gegen die darkeste Macht. Ich kann nicht anders, das ist die Katharsis der angstgetriebenen Matrix, ich bin back. Es ist schön wieder hier zu sein. Endlich wieder bei mir zu sein. Denn ich bin back. Ich bin back. Ich bin back. Ich bin back. Oh. Es ist schön wieder hier zu sein. Endlich wieder bei mir zu sein. Denn ich bin back. Ich bin back, ich bin back, ich bin back. Back aus dem Niemandsland, ja ihr habt recht, ich war weg. Aber jetzt gibt's wieder Rap für den Widerstand. Ich bin der Beweis, dass wenn etwas unmöglich ist, es nicht glauben und es einfach machen schon die Lösung ist. Ja, ich bin der Typ, der Medien zum Schweigen brachte. Keine Taste, als ich meine Platte auf die 30 packte. Ohne gekaufte Klicks, Millionen Fake-Streams. Alchemist war mein Mittelfinger tief im Mainstream. Jetzt bin ich wieder da, hallo, hi, holla, servus. Und ein Salü und ein Grüzi und buona sera. Denn ich war fort, doch wer hat mich wieder zurückgebracht? Die wundervollen Menschen, die ich immer in meinem Rücken hab. Yeah. Denn mein Rap ist die Message aus dem Vermächtnis. Der Welt ist direkt übersetzt in das Menschengedächtnis und hackt sich in die gewaschenen Hirne und macht sie dreckig. Dein Cap ist letztlich der eine, der hundertprozentig echt ist. Ich bin back. Es ist schön wieder hier zu sein. Endlich wieder bei mir zu sein. Denn ich bin back. Ich bin back. Ich bin back. Ich bin back. Oh. Es ist schön wieder hier zu sein. Endlich wieder bei mir zu sein. Denn ich bin back. Ich bin back. Ich bin back. Ich bin back. Ja, es verging so viel Zeit, aber keine Sorge, ich lass euch jetzt nicht mehr allein. Denn ich bin wieder bei mir, wieder im Hier, wieder im Wir, mit dir. Doch es stimmt, ich bin nicht massenkompatibel, aber schau dich um, dafür ist die Masse zu stupide. Doch ich mach es für die vielen, die was raffen, was machen. Verdammt, ich mach es für den Frieden und jetzt wackeln Pyramiden. Ich bin back. Back, back, back. Peace is the word. And the voice of peace is the station.